Hallo, ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im blauen Kapitel. Das blaue Kapitel heißt Medikamente ja oder nein auf Seite 24. Viele Puzzleteile, das Gesamtrisiko. Viele Puzzleteile das Gesamtrisiko. Die Entscheidung, ob Medikamente oder nicht, hängt nicht nur von der Höhe Ihres Blutdrucks ab. Relevant ist Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rauchen Sie? Rauchen Sie? Haben Sie Übergewicht? Weisen Sie neben erhöhtem Blutdruck auch erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte auf? Wurde bei Ihnen ein Diabetes festgestellt? Leiden Sie unter einer Herz- oder Nierenerkrankung? Auch das Alter, Geschlecht und frühzeitige Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen in der Familie spielen eine Rolle. Das Gesamtrisiko setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen und ist größer als die Summe der Einzelrisiken. Denn bestimmte Konstellationen, wie zum Beispiel gleichzeitig erhöhte Blutdruck und Blutfettwerte, potenzieren das Risiko. Man kann es auch positiv ausdrücken. Behält man das Gesamtrisiko im Auge, kann man flexibler vorgehen. Falls es nicht klappt, einen Risikofaktor genügend zu beeinflussen, kann man sich umso stärker darum bemühen, einen anderen auszuschalten. Es gibt genügend Stellschrauben, an denen man drehen kann. Zu beachten ist, dass die folgenden Überlegungen nur für Personen gelten, deren Blutdruck die Werte von 180 Milligramm Quecksilbersäule systolisch oder 110 Milligramm Quecksilbersäule diastolisch nicht überschreitet. Auch gelten besondere Regeln für diejenigen, die bereits eine Herz-Kreislauf-Krankheit erlitten haben oder die an Diabetes oder einer Nierenerkrankung leiden. Das persönliche Risikoprofil. Das persönliche Risikoprofil. Die Behandlung des Blutdrucks macht nur Sinn, wenn die Blutdruckwerte immer im Rahmen ihrer individuellen komplexen Risikokonstellation gesehen werden. Denn das Ziel einer Hochdrucktherapie ist es nicht nur, die Blutdruckwerte zu senken, sondern langfristig eine Gefäß-, Nieren- oder Herzerkrankung zu verhindern. Das Risiko wächst kontinuierlich, das heißt, es gibt keine klare Grenze, ab der ganz automatisch Medikamente angezeigt sind. Allgemein lässt sich sagen, je höher das Gesamtrisiko ist, desto eher sollten Sie aktiv werden und desto eher sind Medikamente erforderlich. Drei Beispiele. Sie haben zwar gemäß der Tabelle auf Seite 14 nur einen leichten Bluthochdruck, also Grad 1, 140 bis 159 und oder 90 bis 99 Milligramm Quecksilbersäule, zusätzlich aber eine chronische Nierenerkrankung oder einen Diabetes, dann ist Ihr Herz-Kreislauf-Risiko so groß, dass Sie sofort blutdrucksenkende Mittel einnehmen sollten. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist Material der Stiftung Warentest. Ich bin kein Experte für Bluthochdruck. Ich habe das aus Interesse gekauft. Zum späteren Zeitdruck gucke ich vielleicht mal in das Material, mit dem ich ausgebildet wurde. Es ist ein bisschen was anderes. Sie haben ebenfalls nach der Tabelle auf Seite 14 einen Bluthochdruck Grad 2 und zusätzlich drei Risikofaktoren wie erhöhtes Blutfett, wie erhöhte Blutfett- und Blutzuckerwerte sowie Übergewicht. Auch ohne tatsächliche Erkrankungen sind in diesem Fall sofort Medikamente angezeigt.
Sie haben einen ziemlich hohen Blutdruck, der bei 180 zu 110 Milligramm Quecksilbersäule oder darüber, in Klammern Grad 3, liegt. Auch wenn sonst keine Risikofaktoren ins Gewicht fallen, allein der hohe Druck greift die Gefäße so stark an, dass Blutdrucksenker nötig sind. Ich kommentiere das Ganze nicht, ich habe darauf hingewiesen. Haben Sie dagegen nur einen Bluthochdruck Grad 1 oder 2 und sind ansonsten gesund, kann es reichen, die Lebensweise umzustellen, um den Blutdruck zu normalisieren. Tabletten sind erst dann angezeigt, wenn der Blutdruck trotz aller Bemühungen nicht genügend sinkt. Zusammen mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, sollten Sie die verschiedenen Puzzleteile Ihres Risikos zusammentragen und dann entscheiden, ob wie Sie vorgehen. Die Therapie hängt nicht nur von Ihrem Arzt ab oder von dem Ergebnis der Risikoberechnung, siehe nachfolgend, es ist immer auch Ihre eigene Entscheidung. Haben Sie zum Beispiel Vorbehalte gegen Medikamente oder sind Sie jemand, der es bequem findet, Tabletten zu schlucken? Zu welchen Veränderungen in Ihrem Leben sind Sie bereit? Was ist für Sie möglich? Wie Sie das auf gute Weise in der Arztpraxis besprechen, können Sie lesen ab Seite 78. Da gucke ich jetzt mal nach. Mit dem Arzt besser kommunizieren, steht da drin. So. Rechenkunst. Zur Berechnung des persönlichen Risikos gibt es Tabellen und Computerprogramme, sogenannte Risikorechner. Dafür müssen Sie in der Regel Ihre aktuellen Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte angeben. Das Risiko wird dann meistens als Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, in den nächsten 10 Jahren einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden. Grundlage sind große Bevölkerungsstudien. Es handelt sich also um Statistik, nicht um Weissagungen Ihrer Zukunft. Beispiele für solche Rechner in Deutschland, Beispiele für solche Rechner in deutschen Versionen sind SCORE, siehe Seite 24, ProChem, das gibt es auch auf www.assmannstiftung.de, auch als Schnelltest, aber auch der Rechner der deutschen Hochdruckliga, www.hochdruckliga.de. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich bin anders ausgebildet worden. Auch die Deutsche, ich bin in Deutschland auch kein Arzt, ich habe keine Zulassung durch die Krankenkasse, im Ausland schon. Auch die Deutsche Herzstiftung bietet einen Test an. Mithilfe solcher Rechner oder Schaubilder wird schnell deutlich, wie unterschiedlich das Gesamtrisiko sein kann, trotz gleicher Blutdruckwerte. Eine Einschränkung gilt generell, wenn Sie bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erlitten haben oder an Diabetes oder einer Nierenkrankheit leiden, gelten spezielle Regeln. Bitten Sie dann Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, Sie zu beraten und Ihr persönliches Risiko abzuschätzen. Auf Basis des geschätzten Risikos können Sie gemeinsam mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt entscheiden, ob eine Behandlung angezeigt ist und wenn ja, welche. Bei der Entscheidung für oder gegen Medikamente geht es um die Frage, ist der Nutzen für mich groß genug, um die Nachteile wie Neben- und Wechselwirkungen in Kauf zu nehmen. Generell gilt,
Diejenigen, die am meisten gefährdet sind, profitieren auch am meisten von Medikamenten. Auf der Seite 24 gibt es hier ein Bild. Scorecard, 10-Jahres-Risiko für eine tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankung in Ländern mit niedrigem Herz-Kreislauf-Risiko wie Deutschland auf der Grundlage der folgenden Risikofaktoren: Alter, Geschlecht, Rauchen, systolischer Blutdruck, Gesamtcholesterin. Dann wird da der systolische Blutdruck gegen das Gesamtcholesterin aufgetragen. Was halt auffällt, ist, dass das Risiko bei Männern höher ist als bei Frauen. Kann man dann noch nicht so viel lesen. Und so hoch ist das Risiko gar nicht. Naja, wie gesagt, ich bin in Deutschland kein Arzt, sondern nur im Ausland. Score, das Schaubild, die europäischen Leitlinien zur Prävention von Herz-Kreislauf-Krankheiten von 2016 bevorzugen das Score-System. Siehe links www.heartscore.org. Weil es auf riesigen repräsentativen Datenmengen beruht. Anhand der Färbung von grün über gelb zu orange und rot lässt sich gut erkennen, das Risiko ist ein Kontinuum, wie zum Beispiel allein mit dem Alter beständig. Das Risiko ist ein Kontinuum, das zum Beispiel allein mit dem Alter beständig wächst. Sie möchten Ihr persönliches Risiko anhand des Schaubildes schätzen, suchen Sie sich dazu bitte das entsprechende Tabellenrechteck gemäß Geschlecht, Alter und Rauchstatus heraus. Finden Sie nun innerhalb des Rechtecks die Zeile, die am ehesten Ihrem systolischen Blutdruck und Gesamtcholesterin entspricht. Ach ja, der diastolische taucht übrigens nicht auf. Ich weiß auch nicht, wie man den messen soll. Ist mir bis heute nicht klar. Konnte mir auch noch keiner erklären. Früher hat man den immer von der Krankenschwester gesagt bekommen. Die Zahl darin gibt das Risiko an, innerhalb der nächsten 10 Jahre eine tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden. Betrachtet man tödliche und nicht tödliche Kreislauferkrankungen zusammen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Aha, so. Liegt der Score unter 5%, dann haben Sie ein niedriges bis moderates Risiko. Sie sollten sich darum bemühen, Ihr niedriges Risiko beizubehalten. Wenn Ihr Score über 5% liegt, haben Sie ein hohes bis sehr hohes Risiko. Sie sollten Ihren Lebensstil verändern. Medikamente sind wahrscheinlich notwendig. Naja, ich habe noch keine Bluthochdrucknase. Ich trinke zu wenig Alkohol.
letzte Abschnitt und dann bin ich damit auch durch. Im Schaubild ist gut zu sehen, dass diejenigen am stärksten gefährdet sind, die in das Kästchen ganz oben rechts fallen. Ältere männliche Raucher um die 65 Jahre. Das Alter taucht hier gar nicht auf. Doch, da steht's. 40, 50, 55, 60, 65. Ich habe es entdeckt, in der Mitte rot. Geil. Am wenigsten gefährdet sind diejenigen unten links, jüngere, nicht rauchende Frauen mit gutem Blutdruck und Cholesterinwerten. Das Schaubild macht auch deutlich, ein gesunder, nicht rauchender 65-Jähriger kann das gleiche, in Klammern niedrige Risiko haben, wie ein 40-Jähriger mit einigen Risikofaktoren. Aber auch hier ist zu beachten, wer bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, an Diabetes oder einer Nierenkrankheit leidet oder wer einzelne stark erhöhte Risikofaktoren aufweist, bei dem gilt das Risiko automatisch als hoch bis sehr hoch. So, als nächstes kommt Therapie ohne Medikamente. Das geht von Seite 26 bis Seite 37. Das ist ein bisschen länger.